Gibt es Infektionskrankheiten wirklich? Das Coronavirus ist ja aktuell in aller Munde, das Trendthema schlechthin. Und wir möchten gerne dieses Thema nutzen, um das Thema Infektionskrankheiten oder auch den allgemeinen Krankheitsbegriff noch einmal neu zu definieren und für dich auch nochmal aus einer anderen Sichtweise zu beleuchten. Vergiss bitte nicht, dem Video ein Gefällt mir zu geben. Klicke auch auf Abonnieren, damit du weiterhin von uns lernen kannst. Und wenn du auch benachrichtigt werden möchtest, wenn ein neues Video erscheint, klicke auch noch auf die Glocke. Ja, wir möchten heute erst einmal über den Begriff Krankheit überhaupt sprechen, denn Krankheit wird in unserer Gesellschaft ja immer eher als negativ bewertet, dass etwas von außen kommt und uns Menschen angreifen möchte, uns Schaden zufügen möchte und etwas Schlechtes will. Hast du dir über das Thema Krankheit überhaupt schon mal Gedanken gemacht? Krankheit heißt erstmal nur, dass dein Körper eine Reaktion auf äußere Bedingungen, wie zum Beispiel Viren oder Bakterien, zeigt, die gut ist, und zwar eine Immunreaktion. Und wir möchten dich heute etwas sensibilisieren und vielleicht nochmal eine andere Sichtweise einnehmen auf den Begriff Krankheit. Denn Krankheit ist erst einmal ja etwas Gutes von unserem Körper aus. Und auf der anderen Seite sind Viren und Bakterien auch was völlig Normales. Die kommen überall vor, nämlich in unserem Darm. Da kannst du dir auch nochmal unser Darmvideo angucken zum Thema Darmmikrobiom und die bakterielle Besiedlung unseres Darms. Gibt es in natürlicher Art und Weise auch sehr, sehr viele. Und es ist nicht so, dass Bakterien oder Viren extra den Menschen aussuchen, um ihm Schaden zu fügen, sondern Viren und Bakterien sind genauso wie wir Menschen. Sie siedeln sich dort an, wo sie sich wohlfühlen, wo optimaler Nährboden für eine Vermehrung vorhanden ist. Du siehst, wie einfach diese Sichtweise und wie klar letztendlich diese Sichtweise auch ist. Denn wo optimaler Nährboden für Vermehrung ist, egal ob es gute oder schlechte Bakterien oder eben Viren auch sind, desto mehr wird davon bestehen und sich vermehren können. Letztendlich musst du dann für dich schauen, was ziehen wir für Schlüsse daraus. Denn das Ziel ist es eher, auf uns selbst zu gucken, auf dich selbst zu schauen, auf deinen Alltag, auf deine Ernährung, auf deinen Lifestyle zu schauen. Und wenn du sagst, ich möchte gesund leben, ich möchte gesund sein, ich möchte optimalen Nährboden für gute Bakterien auch bilden, dann solltest du für dich schauen, dich so aufzustellen, dass natürlich eigentlich alles an dir abprallt, was vielleicht auch eine Immunantwort fordert. Das heißt, denk selber an dich und stell dich selber so auf, dass du wirklich gefeit bist vor negativen Bakterien, die uns eigentlich nur reflektieren, unseren Lifestyle reflektieren und damit uns zeigen, ach Mensch, sind wir vielleicht nicht ganz so gesund unterwegs, wie wir immer meinen. Und was ist dabei dann wichtig in unserem heutigen Alltag, gerade wo Corona so groß ist und in aller Munde ist? Die Hamsterkäufe überall, du wirst es wahrscheinlich auch gemerkt haben. Denn dieses Coronavirus, wenn du dich damit etwas näher beschäftigt hast, ich sag mal, ist wirklich extrem gefährlich bei älteren, immunschwachen, vielleicht auch vorerkrankten Menschen. Das bedeutet wieder optimaler Nährboden für diese Viren. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wieder schau auf dein Immunsystem und das Ziel muss es sein, unseren Körper so vital wie möglich zu halten im normalen Alltag. Das heißt, was Stressoren, was Ernährung, was Bewegung betrifft, was das Thema Trinken betrifft, um am besten diesen aus dem Weg zu gehen. Und bitte versteh mich nicht falsch, das heißt nicht, dass wir Medikamente oder eine schulmedizinische Behandlung ablehnen. Das Ziel muss es sein und diese Medikamente sind extrem sinnvoll, um gerade eine virale Infektion oder eine Infektionskrankheit abzuwehren, sondern es muss darum gehen, den Schritt davor zu machen und zwar im Innen und nicht im Außen. Das heißt, sich nicht abhängig zu machen und zu sagen, hoffentlich infiziere ich mich nicht, sondern zu sagen, ich bin aktiv und ich tue etwas für meine Vitalität, für meine Gesundheit und werde am besten gar kein Teil von dieser Infektion. Welche Quintessenz kannst du jetzt aus diesem Video für dich entnehmen? Wir möchten gerne den Fokus eher auf dich lenken, also dass du die Bakterien und Viren nicht zum Feind machst, so wie es die Presse jetzt sehr gerne macht, dass ein Feindbild kreiert wird, das bekämpft werden muss. Der Fokus auf dich ist viel, viel wichtiger. Sei der Aktive. Du hast nämlich die Verantwortung. Wenn du dich gut um dein Immunsystem, um deine Vitalität kümmerst, dann haben auch die Bakterien und Viren gar nicht diese günstigen Lebensbedingungen, um sich zu vermehren. Also nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.
Ja, wir hoffen, unser Blickwinkel auf die Infektionskrankheiten, gerade bei diesem heute sehr brisanten Thema, konnten dich bereichern. Wir freuen uns natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib bitte dem Video einen Daumen hoch und abonniere gerne unseren Kanal, um auch weiterhin viele Informationen über die ganzheitliche Gesundheit zu erhalten. Außerdem interessiert uns natürlich, was du von dem Thema hältst. Vielleicht hast du eigene Erfahrungen, eigene Sichtweisen. Schreib einen Kommentar, dann freuen wir uns darüber, mit dir ins Gespräch zu kommen.